Ja, weil die Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Versuch des Rennens von Spon. Wir haben keinen zweiten Versuch, das ist immer noch der erste. Ja, das war nur Probe. Ich habe jetzt voll die andere Strategie vorgeschlagen. Reifenabnutzung vom Rennen wird gespeichert. Was? Geil. Deshalb also, sind deine Startreifen weiter abgenutzt. Ja, Anni, kennst du das wenigstens? Versuch mal eine andere Reifenpasse. Was denn? Ja, geil, hab ich Bock drauf. Ne, keine Ahnung. Moment, jetzt kannst du wieder... Ja, losfahren. Mein Gott. Kannst du wieder deine Taktik fahren. Losfahrt. Ja, mein Auto Anni ist nicht losgefahren. Platz da. Alter, jetzt bin ich schon Achter, Leute. Okay. Alter, Kimi, eben überholen. Mach da nicht so Schlangenlinien, Rico, sonst kann... Unfall ja, dann bremst. Nix bremst. Wie kann er nur? In der Einführungsphase, wie kann er nur? Ja, wie kann er nur Schlangenlinien fahren? Echt mal. Ja, Mann, Alter. Und sowas schlimm. Ist mein Teammate. Ich überhole jetzt rechts. Abschau. Alter! Hier muss ich jetzt aufs Gras, ey. Was soll das denn? Pico wurde disqualifiziert. Ja, selber, was hast du gemacht, Pico? Völlig zu Recht, ey. Der hat mich gebreaktestet. Danke, End. Hat mir nicht wollen gesagt, wir für sowas nicht auch mal Strafe vergeben? Wollten wir nicht sogar Civils fahren, eigentlich, sind wir gleich vorne reingesetzt. Vor allem bei Simulation ist die. Ticket aufmachen. Bei Simulation ist die Einführungsrunde ja gar nicht mal so uninteressant. Ja, ich krieg jetzt halt den Durchschnitt auf, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Computer auf, ja, das war knapp. Was war knapp? Er sah gerade aus, dass ich gerade. Ja, hab ich auch. Da war ich fast weg. Ja, eine Einführung. Alter. Wieso? End, Alter, ohne Spaß, wenn du mich jetzt gleich rausrammst. Ohne Spaß, ich sag dir's. Ich mach extra Platz, Julian. Ja, ja. Dann war auch gerade der Rot. Ich hatte schon überlegt, ob ich dich überholen soll, aber hab gedacht, nee, lass mal lieber sein. Da musste sich ein bisschen leider mehr auf die Kurve. Ich war langsam nicht mehr nochmal drauf. Nee, alles gut. Ich hab nur noch Rot gesehen. Selbst Andi hat überholt, ey. Ich musste tatsächlich fahren. Ja. Ich wurde halt disqualifiziert und die KI ist halt KI. Achso, die KI ist ja, die KI auch. Braucht noch ein bisschen. Hallo, Rico. So, einmal durch Rico durch. Obwohl man sagen muss, dass Basti sich da weggedreht hat, also... Ist mein so Fehler, den, ja, den Hauptunfall, den hätte ich nicht beanstandet. Aber das, was halt danach passiert ist, dass du durch die Box gefahren bist... Das war ja, das darauf ist der gegangen. Und dadurch zwei Leute rausgehauen hat? Nee, dadurch die wären nicht. Ja so oder so die wären so oder so weg gewesen. Es ging ja nur um den Bug, darum ging es. Es ging ja nicht darum, weil sie einen Fehler gebaut haben oder so. Es war ja, aber es sind ja zwei Leute, Fehler, die ja durch was durchgefallen. Nee, ja, da kannst du mich daraus vergessen. So. Wenn er richtig gewesen wäre, wäre die Autos hier durchgefallen. Oh, das war ein richtiger Scheißstart. Das war ein richtig guter Start von mir. Ja, ich komme richtig hier. Nah nicht dran. Ich bin... Aber wenn man als gut. Letzter startet, halt nicht. Hat man dann nicht so viele Chancen. Aber ich bremse mal. Ach, echt? Bremse mal. Okay, da ist schon das erste Ausweg. Teil nämlich geflogen. Alter, okay. Sorry, falls ich da irgendwie im Weg stand, Christopher, ich habe auch echt versucht, einfach irgendwie mal Platz zu lassen und irgendwie trotzdem auf der Strecke zu bleiben. Boah, jetzt habe ich Rio vor mir, ey. Sehr gefährlich. Ich einen richtig guten Start. Richtig guten Scheiß. Ja, ja, alles gut. Alter, Rio kennt Schmackschutzen weg. Rio hat Frontflügel verloren. Das ist richtig? Oh je. Ja. Oh Gott, Christoph. Sorry. Puh. Sonst hätte ich die Kurve nicht gekriegt. Ja, ja, alles gut. Ups. Alter, Magnus! Gut. Du musst mir nicht nachfahren, ne? Ist nicht gerade so sicher, was ich da mache. In der Kurve. Ja, ich mag die Kurve aber auch nicht, ich krieg die nie gescheit. Änderung bestätigt. Alles klar. Der sagt das auch mit so einer Freude, ne? Ja, ja, alles klar. Ja, schön. Alles klar. Ah, Scheiße. Oh, das war abgekürzt. Nee, war es nicht. Ja, aber ich komme nicht dran. Ja, das ich komme nicht an dich dran, weil ich bremsen musste. Stell mal auf Fett, ja. Skandal, musst du bremsen. Skandal und bremsen. War tatsächlich schon auf Fett. Datum Fett. Nicht reinstechen, Christoph. Nein, ich steche nicht rein. Schön. Nicht gegen mein Teammate. Alter, gegen alle anderen oder wie? Ja. Ich hab letztes Jahr zu spüren bekommen. Ja, Rico hat's davor die Saison zu spüren bekommen. Ja, oft genug. Aber dafür habe ich das Rennen auch gewonnen. Weil du unfair gefahren bist, deswegen hast du das Rennen gewonnen. Nee, weil Andi einen Fehler gemacht hat. So. Deswegen habe ich gewonnen. Unverdient. Weil Andi seine Strategie nämlich ein bisschen zu weit ausgereizt hat. Also ist der Reifen da geplatzt? Ja. Oh, Scheiße.
Das da, wo der Teller zu. Nee, das ist schon viel länger. Ja, über Rhein ist Andi der Reifen geplatzt. Wie oft ist sie denn Reifen geplatzt, Andi? Häufig schon. Aber zweimal auf Position 1. Ja. Wer denn jetzt Gelb bei mir? Wäre nie Position 1 den gewesen, Gelb? Hätte ich ja, nicht. Ah, ich habe wieder den grüne Flagge-Bug. Den habe ich aber auch. Ich auch. Ja. Wir müssen neu starten. Ja, finde ich auch. Wir müssen den Scheiß so wichtig. Ich habe trotzdem gelbe Flaggen bekommen, also das ist... Das funktioniert trotzdem. Das ist nur ein Anzeigefehler wahrscheinlich. Und jetzt ist es nervig, wenn hier alles grün blinkt. Bei mir blinkt das nicht, da ist einfach nur die Strecke. Achso, ja, egal wo du lang fährst, achso, da achte ich gar nicht drauf, ey. Rennen und fortsetzen. Schön gemacht, Ilo. Was ist die schnellste Zeit jetzt? 23. 1,44. 1,20? Was? 23,7. 283 weg. Dann der Kack-Asidor. Noch bin ich nicht an dir dran. Na, du bist in der DRS-Zone. Ja, jetzt gerade gekommen. Davor, davor noch nicht. Also als wir auf dem Startziel waren. Gut, da hätte ich auch kein DRS gekriegt. Aber... Oh, scheiße. Und hast du DRS? Ja. Hat er der... Eher... Ich hab so Angst, die Kurve hier fahren, ne? Ja. Beim Mittel ist auch schon übel. Ach Gott, was mache ich denn hier für einen Scheiß? Hoch! Wer ist noch rausgefallen, Rio? Wer ist denn hinter dir? Ich hätte das schon viel früher umstellen müssen. Ich. Alter, das ist gar nicht 28.000, willst du mich verarschen? Naja. Kann ich denn raus oder einfach nur einen Unfall gebaut? Ich wollte den Andi überholen, der hat den direkt zugemacht. Aber du fährst noch, oder wie? Ja, ich hab die Kontrolle verloren. Muss jetzt in die Box. Den Vorteil, den du hast, Merlin, du kannst auf einen nach rechts fahren. Ja. Den hab ich nicht. Wolltest du mir sagen, Christoph? Wir verlieren gerade ganz gut auf die Front. Nee, alles gut, da kommen wir hinterher. Hat gedacht, du sagst, du verlierst gerade ganz gut auf mich. Nee, das nicht. Und da habe ich jetzt gedacht, schon, was soll ich jetzt machen? Soll ich warten oder was? Ja, klar. Ja, mach mal anhalten. Nee, einfach nur ein bisschen vom Gas gehen, das reicht auch schon aus. Gaspedal wird durchgedrückt. Im Boden und auch weiter. Benzinplan hier ist plus 3. DRS gekriegt. Aktuelle behalten. Ich sehe einfach, wie chancenlos ich bin gegen diese CPU, ey. Was hat denn deine CPU damit einfach zu tun? Frag mich auch, wer CPU dazu sagt. Boah, NPC! Ja, warum ist das dann Computer CPU? Oder so? Ja, eben, ist doch die. Ja, KI. Ja, eine KI auch. Nein, AI. Sind hier in Deutschland, Christoph. Ja, aber selbst im Spiel heißen sie AI. So ein englisches. Ja, du kannst es auch SI nennen. Trotzdem ist es eine CPU, die dahinter steckt. Ja, guck mal, da fährt der Intel Core i7 7770. Meinst du, der steckt dahinter? Ja. Na, ja, auf dem letzten fährt der AMD Ryzen. Ja, jawohl, so gut, so schlecht ist er gar nicht. Ist sogar relativ gut. Ja, Ryzen-Prozessoren, ja. Besser. Alter Tobi, bist du da gerade perfekt durchgekommen, Alter? Ja, da muss ich zwar mal lupfen. Mehr Updates. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,5. Ah, da wieder sein DRS hinter mir, ha? Nein. Nicht? Nein. Muss gerade ganz gut gegen die KI kämpfen. Die ist krass, ne? Also Perez, der drückt da schon ganz schön. Ja. Aus der Kurve raus. Der liegt auch mehr der Fokus drauf, als dich gerade zu attackieren. Andi ist hinter mir? Was hast du gemacht, Andi?
Kriegt halt dauerhaft DRS. Ja, da saugt er sich ran. Wie so ein Saugmotor. Da rausgeflogen. Hamilton ist tot. Tot? Er ist tot. Ach, wäre das schön. Dann wäre Motorsport oder Motorsport, ne? Änderung. Ja. Das hat schon richtig aussprechen. Änderung bestätigt? Also. Was denn, Hamilton? Hamilton hat gesagt, heute nicht. Heute nicht. Mir zu warm, geht lieber an den Strand. Sich bräunen. Wow. Weil, wohl eher Spatz werden. Och, bitte können wir das Thema nicht aufmachen. Was denn? Ich weiß genau was. Du musst nicht diese Runde reinkommen, what the fuck? Ja, mit weißen Reifen soll ich diese Runde schon reinkommen. Halt nicht so lange, wie du denkst. War nur 6 Runden? Das könnte ein guter Attacker von Deko sein. Aber er war 3 Sekunden hinter mir. Ich fahre noch so langsam fahre ich nicht mal. Warte, wir sehen. Los, fahr jetzt. Die Reifen sind bei 34 vorne links. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen, noch ein Boxenstopp. Deko, warst du gerade drinnen? Oh, scheiße. Ja. Dass du jetzt noch mal weiß? Ich war vorher gelb und fahr jetzt gelb. Was fährst du nachher orange? Denn? Ja. Hey, bei mir sagt er zweimal weiß und einmal orange. Ja, und jetzt muss ich einmal eine schnelle Runde fahren und ich verkacke auf so dermaßen großer Ebene. Das ist. Och, du Arschloch. So, wann gehst du rein? Jetzt. Alter. Was? Er hat doch gar keiner geredet, ich habe mit Ilo geredet. Ach so. Ich habe meinen Namen verstanden. Christoph, du verstehst immer deinen Namen. Bestimmt. Ich bin sehr selbstorientiert. Sauber drauf. Willst du mir das sagen? Kann ich leider nicht. Er hat da so einen Basti im Nacken hängen. Nacken? Nee. Ich bin vor ihm. Boxenstopp. Ja, sein Nacken ist auch vorne. Ach ne, das ist ja erst da vorne. Scheiße. Oh, gut, Zeit verloren jetzt gerade. Keiner. Losfahren, losfahren. Jungs, schnell, auf geht's. Jawohl. Du musst jetzt. So, Christoph. Ich hab viel zu früh den Assistenten angemacht. Oh, Christoph braucht lange. Ja, ich komm hier nicht raus. Hä, Hamilton ist gar nicht tot. Wer Alter, was eine Scheiße. Der hat bei mir vorhin gegen die Wand gefahren. Ist die Runde trotzdem gut gefahren, Merlin? Ja, aber am Ende habe ich noch ein bisschen was rausgeholt. Das war echt aber okay. Aber du hast eine Sekunde ungefähr so gut gemacht. Hamilton fährt schön vor mir. Oder eine halbe. Ernsthaft, dann war das ein Bug. Bei mir war es Hamilton vorhin gegen die Wand gefahren. Er hat meinen Boxenstopp verkackt, weil ich noch was essen wollte. So, Flaggenteam finde ich heute mal wieder sehr nett. Sagt mir auch Bescheid, dass wieder grüne Phase ist, dass ich wieder da drin fortsetzen kann. Finde ich auch toll, dass die mit der 24-7 sagen. Halt schon nett. Wie gesagt, da hat nicht einmal. Der Typ rechts hat, glaube ich, auch richtig Bock, weiter seine Fahne zu schwenken. Tag. Tut, glaube ich, irgendwann den Arm weh. Ja. Wo bist du rausgekommen, Rico? 14. Mollen. Was? Ja, welcher Platz? Weiß ich nicht, kann ich gerade nicht gucken. Du bist 9., ich bin 8. Ah, okay. Muss mich gerade. Aber die anderen von uns sind noch alle in der Box. So, Hamilton geht auch rein. Tschüss. Alter Rico, das ist aber uncool. Ich finde das sehr cool. Oder mach. Aber auf den Geraden wirst du mich immer noch schlagen. Das wäre mir klar, nur einfach zu schnell für dich, wa? Nee, deine Einstellung ist zu schnell für mich. Ja, liegt am Auto. Ich
Ich denke, es liegt am Fahrer. Weil Merlin kann gut fahren. Dankeschön, du kannst auch sehr gut fahren. Aber du fährst mir gerade ein bisschen zu gut. Kann ich schon seit der ersten Season eigentlich gut fahren. Die hat immer das Talent geschlummert. Könnt ihr euch aufhören, gegenseitig die Pupets abzulecken, bitte? Das ist ja ekelhaft. Ja, nee, aber das stimmt ja einfach. Ah. Oh, also kann das nicht leiden, wenn andere Leute Punkte einfahren. Ich glaube schon drin, Julian. Außerdem ist es mein Kanalpartner. Aber nicht dein Teamkollege. Ja, die stehen so auf gleicher Stufe. Guck, Alter, das ist richtig rigged hier in der Formel 1. Die manipulieren die ganzen Rennen, die beiden. Molin. Ich muss einfach nur Rico hinter mir halten. Was du machst, ist mir egal. Ich will aufs Treppchen. Das ist aber auch nicht so gut genommen, ne, Tobi? Komm irgendwie an Ido ran. Aber wahrscheinlich nicht lang. Was sind denn Ido und Basti für Reifen gefahren? Dort gelb, jetzt weiß. Wart ihr ein Stop oder? Bist du bescheuert? Da kommt Rio, müsst ihr überholen. Ja, weiß ich, was der mit seinem Lenkrad alles für Wunder schafft. Nee, ich hab durch die Traktionskontrolle hab ich doch viel, viel höhere Abnutzung als ihr. Also nur etwa so hohe wie ihr. Dieses kommt Monaco, ne, mit dem Gammelwagen, ne? Das war cool. Was kommt danach nochmal? Für Kanada. Kanada, okay, dann kann ich schon mal für Kanada mal trainieren. Vielleicht werde ich da ja mal ein bisschen besser als Vorletzter. Willst du Monaco nicht trainieren, oder was? Ach, Quatsch. Monaco, erste Kurve, alles klar, tschüss. Ja, aber so dritte, vierte rechne ich. Hier noch nicht, dann auch noch extra mit dem anderen Auto, also das lohnt sich für mich einfach nicht. Also ich finde, die alten fahren sich um einiges besser als die neuen. Nicht alle. Aber ich mag den Williams. So scheiße, wie manche den hier finden. Ich meine, ich werde es wahrscheinlich trotzdem nicht überleben, aber das ist ein schnickes Weg hier. Ilo ist ja doch nicht dabei, ne? Doch, ich bin dabei. Echt? Nice. Ich wäre jetzt eigentlich dieses Rennen nicht dabei, aber ich bin 15 Minuten eher von Arbeit abgehauen. Der Benzinstand sieht super aus. Kannst du nur. Ach, Arbeitsverweigerung. Abmahnung! Hier hast du einen Unfall gebaut oder sowas? Kommt halt drauf an, wo du arbeitest. Also, warst du gerade voll close hinter mir? Ja. Ja, und jetzt bist du nicht mehr so close hinter mir. Sicherheitsdienst. Komm mal 15 Minuten früher bei. Oder möchtest du das nicht sagen? Ich glaube, Ilo fühlt sich gar nicht angesprochen, glaube ich. Ilo konzentriert sich gerade. Holst du auf die auf, Tobi? Oh, nee. Aber fahren wir quasi im Niemalsland? Ja, ich habe schon eine Zeitstrafe bekommen. Wie weit sind die von uns weg? Fahrer vor mir. 9 Sekunden. Alles klar, GG. Aber die waren noch nicht in der Box, oder? Helmeten war nicht in der Box. Shit, volle Kanne verbremst.
Reifenverschleiß ist hier echt krass. Man wird sich mit dem neuen Teil wahrscheinlich bessern, weil die haben ja neuen Asphalt hier drauf geklatscht. Also bei den Test, vor den Testfahrten. Einfach geklatscht. Ja. Die KI zieht aber auch gnadenlos einfach nach der DRS-Zone wieder rein. Vettel hätte mich gerade fast abgeräumt. Meinst du ohne Gnade? Ja, gnadenlos. Ja, ohne Gnade. Nein, gnadenlos. Aber ist doch auch ohne Gnade, oder? Grundsatz ist... Heute wieder lustig, ne? Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,8 Sekunden. Ich auch überall einmischen, ne? Unterhält sich ja keiner mit ihm. Das ja, das mag vielleicht sein, deswegen. Fuck! Das war aber eklig jetzt. Wir nähern uns dem Boxenstopp. Ui! In der letzten Kurve nicht in den Offenkopf rein. Das ist wirklich. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 12,8 Sekunden. War kein einfach auch nur Scheiße. Andi, wie läuft's? Ah ja, den Umständen entsprechen. Christoph, wie läuft's? Mir hat halt meine Box. Alter Bottas! Hast du in der Box, Ryu? Meine ja. Box, meine Boxencrew hat mir halt meine Taktik kaputt gemacht. Inwiefern? Musste halt auf 4 Autos warten. Na. Das haben sie auch Sekunden. Wirklich. Haben sie auch wirklich schlecht in diesem Teil gemacht. Stand ganze 12 Sekunden in der Box. Deswegen gucke ich gerade auf Platz 12 herum. Ah, du schaffst das schon, Christoph. 12 Sekunden in der Box, Platz 12? Das Problem ist halt, die KI räumt mich halt immer nach der DRS-Zone volles Rohr weg. Weil die ziehen so viel zu früh wieder ein auf die Ideallinie. Vorsicht, ich stehe hier. Jo, danke. Alter, das gibt es nicht. Was hast du gemacht? Heck verloren. Mehrmals. Die hat Thomas Heck. Es konnte auch nur von dem einen kommen. Ja, jetzt muss ich mich nicht mehr so mega konzentrieren. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Safe zu Ende fahren. Es ist noch über das halbe Rennen, ne? Ja, aber es ist noch ein Boxenstopp und dann muss ich halt nur noch... Also, wie du auf einmal 9 Sekunden aufholen willst, weiß ich nicht. Oh, Schotzer feiert. Wie lange? Da muss halt jede Runde deutlich schneller sein. Diese Reifen einfach durchdrehen auf der Strecke, wenn du einmal auf dem Gras warst. Aber kannst mich gerne überraschen. Wahnsinn. Der Hochmut kommt voll im Fall, ne? Toll, schön. Das war letztes Mal schon gesagt, danach bin ich auch... in Dingens auf Platz 2 gefallen. Und du bist, glaube ich, ausgeschieden. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt. Weites Rennen, ich weiß nicht mehr, was das war. Schiene. Schiene. Rio, lässt du mich auf der Geraden vorbei? Der Schiene, hab ich das gesagt? Also, komm nach dieser Frau Schiene hast du mir auch gesagt, ich komm vor dem Fall. Echt? Ja. Kann ich mir dran erinnern.